Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge SnowRunner. Und ja, Jan und ich sind jetzt in, wie heißt das hier, Drummond Island oder so. Jan fährt vor, weil er muss ja die Brücken machen. Ich gehe nochmal kurz auf die Karte. Wir stehen hier, ne? Von hier sind wir gekommen. Wir fahren jetzt über die Holzstation, wir versuchen es bis zur ersten Brücke. Das ist jetzt so the plan. The plan of my man. Warum war denn jetzt mein... Warum ist denn mein... Hängerlose. Oh nein, jetzt kippt er auch noch um. Boah, ich fass es nicht. Was ist denn hier Ja, jetzt los? geil, Alter. Warte, eigentlich ist da noch, warte mal, Frachtladen, Frachtfährladen. Nö, ich hab's immer noch drauf. Okay, bei mir hast du jetzt zwei Container, gut. Ja, ich auch. Einer liegt neben mir und einer liegt drauf. Was ist hier schon wieder los? Aber ich bin auch gestartet und mein Motor ist jetzt kaputt. Okay, also es wird mal Zeit für ein neues Update, liebe Entwickler. Das wäre echt toll. Na gut. So. Holzstation haben wir. Hier ist noch eine Quest. Wollen wir die einfach immer alle annehmen, die kleinen Aufgaben hier? Ja, nicht unbedingt, oder? Ich weiß es nicht. Aber doch, nimm einfach erstmal an. Wenn wir irgendwann mit den Großen durch sind, kann man ja vielleicht noch ein paar Nebenaufgaben machen, so wenn man Bock dazu hat. Ich glaube, schaden wird es nicht. Das ist nämlich. Weil bei der Brücke hatten wir ja dasselbe Problem. Da musste ich dann von der Seite von der Holzstation irgendwie dahin. Ach Quatsch. Von der gegenüberliegenden Seite von der Holzstation, von den Kunden. Ja. Muss ich selber erstmal gucken, wo wir jetzt hier hin müssen. Wo bist du? Da bist du. Ich Ich komme dir nämlich versuche. irgendwie gerade nicht so gut hinterher. Nö, ich bin auch Differentialsperre Lastgang Plus und dann bin ich da durch. Okay, fahr hier eine weite Kurve, ey. Gucken, wo du Fast meinst. gekippt. Gut. Was von hiervon ist jetzt die Straße? Okay. Fährst jetzt dann einfach der Nase nach da durch. Ja, muss ich. Also ein bisschen weiter denken. Hey. Ah Zurück, nee, da davor. geht der Weg dann weiter. Ah, okay. Irgendwie schnalle ich das hier gerade nicht. Okay, aber der Weg ist allein jetzt schon das bisschen schön. Schon gut oder schlecht? Die Hauptstraße, also nach da drüben ist sie auf jeden Fall schon mal kacke. Mal gucken, wie es ist, wenn wir jetzt der Hauptstraße hier wirklich weiter folgen. Oh. So. Ich weiß nicht, ob das was wird hier. Ohne dass mein Hänger umfliegt, ey. Ja, das hatte ich auch. Ja, sag halt an, wenn du, wenn ich reparieren kann. Wenn du da irgendwie aus der Bredouille oder so raus bist. Wegen der Videosequenz. Ja, warte. Oh. Das kommt zu hart. Eieiei. Eieiei. Läuft doch. Okay, du kannst. Ich kann. Alles klar. Brückenbau komplett im Dunkeln. Jo. Aber mittlerweile sind wir schon geübt im Brückenbau, ne? Also Ja. Tageslicht dafür.
wir mal eben gucken, wo es denn weitergeht. Okay. Einfach erstmal so ein bisschen der Hauptstraße. Da ist noch eine Tankstelle, das ist gut. Da fahre ich dann, glaube ich, mal ran. Jo, habe ich auch vor. Ich guck mal, ob wir da mit Hänger reinkommen oder sowas. Ich habe einen ganz guten Vergleich, bin ja fast genauso lang wie du. Ja, ähnlich auf jeden Fall, ne? Ich glaube, du bist noch ein Tick wendiger, ey. Naja, ich bin ja auch nicht starr, was das angeht. Dadurch, dass ich nur einen Hänger habe. Deine Karre ist ja im Endeffekt starr. Deswegen sage ich ja, Wendekreis wie so ein Linienbus. Ja. Da gebe ich dir recht, ne? Ich komme nochmal zurück. Achso, du bist noch nicht da. Nee. Ich musste hier erstmal. Ja, ich muss aber unbedingt den Motor reparieren. Ich verbrauche jetzt 20 Liter. Haben wir denn irgendwas zum Reparieren hier? Weiß ich noch nicht. Das ist natürlich wieder geil. Ich kann nicht tanken. Der lässt mich nicht tanken. Okay, ich mach das gleich, warte. So, das heißt. Haben wir denn hier irgendwo ein Auto oder so? Nee, ne? So auf einem ganz anderen Map? Ja. Wollen wir denn irgendwas rumstehen? Egal, ich brauche ja die Werkstatt dann halt, ne? Ja, leider ja. Werkstatt. Was mit 2? Dämlich, ne? Dass du nicht einfach tanken kannst. Ja, ich mein, weiß nicht. Ist ja nicht so, dass du mein Geld verplemperst oder so, ne? Also, das Ding ist ja, ich kann tanken. Mhm. Also, da fehlt ja jetzt auch nicht viel, siehst du ja. Ich habe 340 Liter oder sowas, 360 oder so ist das Maximum. Ja. Aber ich kann selbst diese... Kannst du wieder? Na? Ich kann selbst das bisschen Kraftstoff zwar einmal auffüllen, aber das geht innerhalb von Sekunden dann wieder weg. Mhm. Okay. Ist natürlich ein bisschen schade. So, da bin ich wieder. Ist denn da hier irgendwie... Ne, ist nur ein Tankauflieger. Also wir haben ja anscheinend... Doch, da oben ist ein Hänger zum Reparieren. Kurz nach der Brücke. Siehst du den? Ne, noch nicht. Ich fahre gerade weiter. Du kannst eigentlich wieder. Okay. So, dann kurz nach der Brücke ist ein Anhänger zum Reparieren. Ach, da drüben bist du. Wo müssen wir natürlich wieder... Ich muss meinen Hänger abkoppeln und so. Kennst du das ja? Ja. Aber dann kann ich mich da auch gleich nochmal reparieren. Ich habe ja auch ganz schön gelitten. So, Belohnung wurde. Belohnung. Quest wurde angenommen. Die Belohnung gibt es gleich, genau. Kannst du jederzeit bauen jetzt. Also hier ist gerade nichts los. Gut. Hier wird es noch mal ein bisschen schlammig. Nice. Wieder eine Brücke gebaut. Dann treffen wir uns beim Reparaturhänger, wa? Jo. Oh, Alter, ey. Na, 11 Liter durchgeblasen, seitdem ich von der Tanke weg bin. Ich bin noch nicht mal beim Dings, ey. Ich habe jetzt 8.
aber ich soll einen Verbrauch von 6 bis 20 Liter haben. Was ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen kann, aber... Nicht mit zu viel Schwung hier auf die Brücke und so. Wegen der Stabilität auch des LKWs. Okay. Aber ich glaube, den musst du gar nicht anhängen. Du musst halt wirklich nur nah ranfahren. Naja, das hat da beim letzten Mal auch nicht funktioniert. Okay. Da musste ich ihn auch anhängen. Weißt du noch? Also, als wir offscreen vor 2 Folgen da einmal reparieren mussten. Ja, ein bisschen zumindest. Okay, ich muss bis dahin ungefähr. Ich versuche gerade meinen LKW hier so ein bisschen zu positionieren, dass ich dir da nicht allzu sehr auf den Sack gehe. Ach, du gehst mir doch nicht auf den Sack. Was ist hier los? Kann ich wenden? Ich helfe dir gleich. Oh. Was hast du gemacht? Ich dachte, ich habe mich am Baum festgehalten. Ja. Ich habe mich aber an dem Anhänger festgehalten. Jetzt steht er auf seiner Deichsel. Oh. Ich habe den einmal so ein bisschen hochgezogen. Ein bisschen durch die Gegend katapultiert. Egal. So. Dann... Bautrupp, so. Genau. Bautrupp braucht. Och, manchmal ist dieses Spiel doch für den Arsch. Ich hab doch abgekoppelt. Hä, wieso? Weil er ihn noch immer hinterhergezogen hat. Jetzt hast du ihn bei mir abgekoppelt. Ja, bei mir auch, aber. Ah, okay. Ziehen hinterher, weil er ja so fliegt. Ja. Okay. Ich würde schon sagen, das Spiel will mich doch echt verarschen hier, oder was? Ich glaube, man kommt nicht in die Reparaturvariante. Weil man selber nichts hat. Also hätte man jetzt Ersatzrad oder sowas. Mhm. Dann müsste man bestimmt auch in die Reparaturoption kommen. Kann gut sein. So, ich repariere jetzt erstmal dich. Wollte ich eigentlich... Ah, kann ich nicht? Du bist irgendwie wohl noch zu weit weg. Okay. Näher an dich ran oder näher an das Ding ran? Jetzt, warte, stopp, stopp, stopp. Jetzt kann ich auf jeden Fall durchschalten. Da bist du. Motor heil, Getriebe heil, alles fertig wieder. Du bist wieder fit. Gut. Genau, ich wollte jetzt gucken, was der Bautrupp da oben braucht. Ja, wir hatten ja, glaube ich, gesagt, bis zu einem gewissen Punkt fahren wir da jetzt in die Richtung. Und dann müssen wir von drüben Sachen holen, ne? Ich glaube, so war unser Plan, den wir gestern hatten. Ja. Also, es gibt hier alles. Es gibt hier Stahlträger und Betonplatten, wie Sand am Meer. Mhm. Aber Betonblöcke? Oh. Nicht einen. Okay. Bis wo wollten wir denn fahren erstmal mit den Hänger? Denkt man nur bis fast an die betonierte Strecke da, wa? Ja. Bei vom Meer geschmiedet, darunter bleibe ich irgendwie stehen, ne? Mit meinem Fahrzeug.
Am besten fährst du aber trotzdem vor, damit ich mit meinem Hänger dich nicht irgendwie. Na. Ja, ist halt die Frage, was ich da oben soll, ne, mit dem hier. Weil ich denke mal, wir können jetzt Martwill-Talsperre, können wir natürlich jetzt auch Kleinkram holen. Nee, wir wollten jetzt erstmal den Bautrupp da machen. Kann auch Genau, sein, aber dass da. du dich schon bergen musst und schon mal was holen kannst. Was braucht denn der? Der Stahlträger. Bautrupp. Okay, das krieg ich ja fast bei mir einmal mit. Und dann nochmal Stahlträger und Betonblöcke. Ja, dann holt einer Stahlträger und einer Betonblöcke. Oder Dich, was für Fahrzeugen. ich hole das mit meinem jetzt, den ich jetzt da hab. Mit dem Hänger von drüben hatten wir gesagt. Da werden wir ja bestimmt einen finden. Willst du einmal in die Talsperre dann, oder wie? Ja, müssen wir ja. Wir kriegen ja von hier nichts. Obwohl doch da, oh, guck mal, da oben steht was. Ein Pritschenauflieger mit einmal Stahlträger steht da oben. Ach, da ist ein Lager. Da, ach, wenn wir da durchfahren, dann haben wir ja sofort alles. Und hier Da kriegen wir. nebenan steht einmal Betonplatte. Siehst du das? Ja, aber uns fehlen immer die Betonblöcke. Also egal, was wir machen, wir müssen eh einmal rüber. Oder einer von uns. Nee, hier steht, hier liegt, hier ist ein Hänger mit einmal Betonplatte drauf. Blöcke. Aber wir brauchen doch Betonplatte das erste Mal. Ja, dann mach du da Betonplatte und Dings und ich hol die Blöcke. Und Stahlträger ist da oben. Ja gut, dann gucke ich jetzt mal. Dann lasse ich den Hänger, glaube ich, gleich hier stehen. Nee, kann ich nicht. Muss den noch irgendwo hinstellen, wo er nicht im Weg steht. Weil das ist da unten. Ja gut, kriegen wir mal hin. Irgendwie. Oder? Nö, ich würde hier vorbeikommen. Gut, dann drehe ich um. Falscher Knopf. Anhänger lösen. So, ich fahre dann rüber und hol Beton. Einmal Beton, ja, Blöcke. Einmal. Einmal Stahl. Und einmal Stahlträger, genau. Und ich gucke, dass ich das hier auf dieser Map alles geschissen kriege. Aber da kommst du mir nicht aufs clevere Dutsch mit. Geht dann Was ja sonst kann ich? mit dem ganzen Quatsch mitkommen. Das ist ja direkt hinter dem Portal. Jetzt weiß ich nicht, was du meinst. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Die Ressourcen, die wir benötigen, gibt es bei einem Lager direkt hinter dem Portal. Ja. Aber die ersten kriege ich hier auf dieser Map. Wenn du sagst, das ist schneller, dann können wir das auch gerne so machen. Naja, ich habe jetzt ja keinen Hänger. Wieso, du schleißt euch die ganze Zeit einen leeren da mit dir rum? Nein, 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 da ist schon die Büroausrüstung drauf. Ach ja, stimmt ja. Hast du nicht mehr dran gedacht, wa? Bin ich hier überhaupt Nee. richtig? Oder hol nur den Stahlträger und ich komme mit dem anderen Rest. Krieg ja auch bei mir rauf. Warte mal, ich bin eh falsch gefahren. Wäre Blödsinn, wenn ich den Stahlträger hole, weil davon holst, könntest du ja auch zwei holen. Und dann noch die Betonblöcke, oder nicht? Nee. Wieso nicht? Weil Stahlträger zwei Platz benötigen. Ach so. Und ich habe vier, ja. Ach, jetzt muss ich mal eben gucken, zu welchem Hänger muss ich dann? Okay, dann lasse ich die Betonplatte außen vor und hole. Von, wo war es denn? Irgendwo habe ich da noch einen Hänger gesehen. Ich glaube, direkt beim Bautrupp ist auch einer, ne? Aber frag mich jetzt nicht, was da drin ist.
Ah, einmal Stahlträger, ja. Aber dann kann ich auch den Hänger schon mal wieder ein bisschen mitschleifen. Ja, sorry, Leute, wir sind uns einig, merkt ihr, ne? Sehr schön. Ich kann ja jetzt kurz mal warten, was Jan sagt, was er beim Lager aufsammeln kann. Niesen. Okay. Ich wollte euch nicht so in die Ohren rotzen hier. Das ist eine gute Idee. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, ist es. Obwohl es ja eigentlich ein Audiogasmus wäre. Wenn du das sagst. So. So, ich bin soweit dann schon mal angekommen. Ja. Also, ein Stahlträger, einmal Betonplatte, einmal Betonblock. Betonblöcke habe ich. Stahlträger habe ich. Ja, das war's. Ernsthaft jetzt? Also bringe ich die Blöcke und den Stahlträger schon mal auf. Ja, und jetzt war ich doch eben schon auf dem Weg eigentlich wegen dem wieder umdrehen. Flipp hier gleich aus. Auf dem Weg zum... Naja, zu der Betonplatte. Ja, die habe ich doch. Die kann ich ja besorgen. Aber ich... So, warte mal. Jetzt müssen wir uns mal eben ausschnacken. Du bist auf der anderen Seite. Ja. Ich habe hier ganz in meiner Nähe einmal die Betonplatte oder Betonblock. Irgendwas, was du jetzt nicht hast. So, was ist es? Etwas hast du mit dir in der Nähe? Du bist da. Wo denn bei dir? Da bei Cousin Clitus. Da ist einmal die Betonplatte. Was für ein Cousin? Da. Okay. Du hast Das jetzt Block. Blatt. Was hast du jetzt auf deinem Hänger? Blöcke könnte ich hier besorgen. Dann nimm einmal einen Betonblock mit. Und einen Stahlträger. Dann hole ich nämlich jetzt die Betonplatte. Und ein Stahlträger ist eh oben noch beim Bautrupp. Haben wir es jetzt? Mann, das ist ja eine schwere Geburt heute mit uns beiden. Gut. Brauchen wir noch Holz? Das kriege ich ja auch noch. Nein. Hätte das sein können. Wir brauchen gar nichts mehr. Ich will auch nichts mehr. Mann, 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 ey. Dann sind wir da. Gar nicht. So. Liebe Leute, ich beende jetzt einmal kurz diese Spannende Folge. anstrengende Folge. Ja. Wir sehen uns Auch gleich klar. wieder, wenn ich den Anhänger eingesammelt habe. Und dann bedanke ich mich fürs fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.